Das Herz der Pfalz schlägt wieder. Und wie? Der erste FC Kaiserslautern mit dem besten Saisonstart seit 7 Jahren. Euphorie am Betzenberg. Wenn es so weitergeht, dann haben wir echte Chancen auf die erste Liga. Wir werden es auch schaffen, aufzusteigen in die erste Liga. Ein Traum ist ein Traum und ein Traum darf ein Traum sein. Zuletzt 5 Heimspiele, 5 Siege. Heute zu Gast auf der Festung Betzenberg der FC St. Pauli. Ich glaube, es wird ein typisches Betzenberg-Spiel. Erster FC Kaiserslautern gegen FC St. Pauli. Hier in Hettrick, die zweite Bundesliga. Endlich, endlich wieder echte Partystimmung im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern nach diesem tollen Saisonstart des FCK. 3 Spiele, 7 Punkte. Auf einem Aufstiegsplatz stehen sie aktuell. Es ist aber sogar die 1 möglich. Platz 1 mit einem Sieg jetzt gegen den FC St. Pauli. Und dieses Spiel wollten sich heute über 40.000 Zuschauer nicht entgehen lassen. Und man kennt das ja normalerweise in solch einer Phase der Euphorie. Da werden zuallererst die Spieler bejubelt, hin und wieder auch mal ein Trainer. Nicht so in Kaiserslautern, da ist alles ein bisschen anders. Mehr dazu von Jörg Dahlmann. Stefan Kunz war schon die Symbolfigur, als der FCK Pokale Meisterschaft holte in den 90ern. Jetzt ist er es wieder als Vorstandsvorsitzender. Kunz hat Optimismus und Seriosität zurück an den Betzenberg geholt, der ein neues Pseudonym zu haben scheint. 35 Minuten vorbei, Bellinghausen. Noch torlos, aber Lautern drückt aufs Tor. Demé, der defensive Mittelfeldmann, kampfstark, holt sich den Ball zurück. Raus zu Paljic. Xhaka und dann Riesenaufregung. Xhaka fast mit dem Tor, aber dann irrte er umher. Schiedsrichter Schalk nahte und verpasste dem Lauterer die gelbe Karte. Absichtliches Handspiel. Das wurde erstmal diskutiert. Xhaka und Hein, Nase an Nase. Xhaka fühlte sich ungerecht behandelt. Dabei war es gar kein Handspiel, aber es war schwer zu sehen. Ich dachte auch zunächst, es sei Handspiel gewesen, aber es war der Kopf. Also ein Fehlurteil, aber wie gesagt, kein Vorwurf an den Schiri. Das war sehr, sehr schwer zu sehen. Jendrzejczyk, 38. Spielminute. UEFA Buffon hier am Ball. Heulet lässt abprallen, aber zum Gegner Dick. Raus zu Sam. Und da hinten, da steht der Jendrzejczyk völlig frei. 1-0 FCK, 4. Saisontor für den Slowaken. Er hat einen Lauf. Er ist Tabellenführer der Torschützen und der FCK ist auch im Moment Spitzenreiter, alleiniger. Guif Agufon zunächst einmal, dann Heulets technischer Fehler, wollte Schnitzler anspielen, aber Dick, Hellbach und dann raus zu dem Ex-Hamburger, Ex-HSVer Sam und auch Jendrzejczyk, Mutterseelen allein. Und so litt hier der Betze. Fünfzigste Spielminute. Demé. Und ein Foulspiel gepfiffen von Schiri Schalk. Da gab es unterschiedliche Meinungen zwischen Timo Schulz und Florian Dick. Schulz führt auch aus den Freistoß. Arme Dick dazwischen und Heulet, der 1:1 Ausgleich. Erstes Zweitligator des Kanadiers und wieder Hoffnung für St. Pauli. Aber die Frage, die sich stellte, das gestreckte Bein von Heulet, war es regelgerecht? Ich könnte mir vorstellen, dass Paljic anderer Meinung als der Schiri war. Erst Armedick und dann hier das gestreckte Bein von Heulet. Verletzungsgefahr für Paljic. Egal wie, dieses Tor zählte trotz dieses gestreckten Beines. Wieder das Duell Schulz gegen Dick. Freunde werden die beiden nicht mehr. Wieder gab es Freistoß. Schnell ausgeführt diesmal. Und Bellinghausen gegen Schnitzler. Umgerammt, aus meiner Sicht sogar elfmeterwürdig. Bellinghausen haut Schnitzler förmlich um. Und das im Strafraum. Wie gesagt, für mich elfmeterwürdig.
Eine Stunde vorbei. Dick beim Einwurf. Arme Dick. Kai Hesse ist da hinten. Xhaka. Die erneute Führung. Xhaka, sein ausgelassener Torjubel. Trikot überm Kopf. Das war ihm wurscht. Raus mit den Emotionen. Das ist die alleinige Tabellenspitze. Vorbei an den Mainzern. Die Entwicklung nochmal. Dick zu Arme Dick. Dann raus zu Hesse. Die Lauterer, die Paulianer viel zu langsam. Und dann Xhaka gegen Eger. Und ein Jubel mit Folgen. Die Regel besagt, ein Spieler wird verwarnt, wenn er sein Hemd über seinen Kopf auszieht oder es ganz oder teilweise über seinem Kopf stülpt. Oh je, Xhaka hatte ja schon gelb gesehen, wegen angeblichen Handspiels in der ersten Hälfte. Schalk nestelte schon an der Hose, da sitzt die rote Karte. Die Mitspieler versuchen alles, gehen in den Zweikampf mit dem Schiri. Schiri Assi Färber an der Seitenlinie, Stress mit Ermann und auch Stress mit Šašić. Schalk, der Schiri, schüttelte mit dem Kopf. Bellinghausen will immer noch diskutieren. Und dann das Urteil. Gelb und Rot. Tschüss, Xhaka. Was für ein blöder Platzverweis. Xhaka völlig fertig. Oh je. Wären die Lauterer Fans hier heute Schiri gewesen? Der Schiri war nicht ihr Freund. Es ist eine schlimme Regel, aber eine korrekte Entscheidung vom Schiri. Leider. Sekunden nach dem Platzverweis. Der FCK mit Wut im Bauch. Paljic. Jendrisek gegen Gunesch. Und Hesse ist da. 31 Sekunden nach dem Platzverweis, das Tor in Unterzahl. Und Hesse krönte seine gute Leistung. Und nun flippte Torwart Hein aus. Angesichts der Tatenlosigkeit seiner Abwehrspieler. Gunisch, der Elfer hier, schaute nur zu. Griff überhaupt nicht ein. Weigelt dann alleine gegen zwei. Und Schulz, der guckte auch nur zu, der Zwölfer. Und jetzt erleben Sie Betzenberg pur. Achten Sie mal auf den Rothaarigen in der Mitte. Feuriger als jeder Sizilianer, dieser Bub. Und es wurde noch viel hektischer hier am Betzenberg im Fritz-Walter-Stadion. Es wurde völlig verrückt. Freistoß für Pauli, 70. Minute, Alexander Ludwig. Dann der lange Ball zu Guifard Gouffon. Der gegen Sippel, böser Zusammenstoß. Jetzt rauschen die Lauterer heran an Guifard Gouffon. Gift lag in der Luft. Was passiert jetzt? Ein Foul war es, aber war es auch rot? Schiri Schalk zieht sich den Sünder heran. Was macht er? Beruhigt er es, dann die Griffe wieder in die Tasche. Rot! Platzverweis, der vierte Platzverweis für ihn in der zweiten Liga. Und der zweite schon innerhalb dieses Monats. Diskussionen bei Ermann, der ist immer da, wo Stress gibt. Und Stanislavski, schauen wir mal abgeklärt und in Ruhe auf diese Szene. Abseits war es zum Überfluss. Und dann der Kameruner in Torwart Sippel hineingerauscht. Es war ein Foul, aber Guifard Gouffon hatte den Ball im Blick, nicht den Gegenspieler. Es war keine Vorsätzlichkeit. Da werden die Sportgerichte, da bin ich mir sicher, milde urteilen. 2,5 Minuten später. Jetzt war es was von den 10 kleinen Kameraden, die immer weniger wurden. Jetzt war Heule dran. Foulspielen gegen Lamprecht. Jetzt wurde der Schiri wild. Zuckte die gelbe und wieder die rote Karte. Aus Gewohnheit. Heule guckte doof aus der Wäsche. Armedick fragte, hast du überhaupt schon gelb? Heule guckte etwas verdaddelt. Wusste nicht, wie ihm geschah. Dann kam Hennings noch hinzu. Und er sagte, du hast doch nur einmal gelb gesehen. Stimmt, dachte sich Heule. Hennings, kurzes Gespräch mit dem wilden Schiri, mit dem nervösen Finger, half. Er sagte, nur gelb, Freunde, also gelb-rot nehme ich zurück, nur gelb zählt hier. Also Heulet durfte weiterspielen. Mein Fehler war es, sagte Schalk. Der steckte im Rotrausch, der Schalk. Wer noch nie in Lautern ein Spiel erlebt hat, das war heute Betzenberg pur. Sam Demey, grauenvolles Abwehrverhalten der Paulianer und Bellinghausen mit dem 4:1. Hier war alles mit dabei und irgendwie konnte er selbst das Tor nicht fassen, ohne Gegenwehr. Auch der Heulet, der zuvor ja schon vom Platz geflogen war, der lief hier unstrukturiert hinterher mit der 23. Kaiserslauterns Motto heute, die Hände zum Himmel. 4:1. Martin Quast hat viele, viele Fragen. Also wir müssen auf dem Boden bleiben und
Ich glaube, die Fans wissen noch, wie es letztes Jahr war hier. Da wurde lange gezittert und ich glaube, wenn wir uns dieses Jahr frühzeitig den Klassenerhalt sichern und im gesicherten Mittelfeld vielleicht mal nach oben schauen können, so die Saison durchspielen, dann haben wir eine Riesensaison gespielt. Aber wie gesagt, von Aufstieg reden, das ist jetzt erstmal viel zu früh und auch in Erinnerung an die letzte Saison ein bisschen fehl am Platz, glaube ich. Emotional natürlich was Geiles, muss ich sagen. Das ist brutal, was da los war. Wo dann nach der roten Karte das Pfeifkonzert, das war ja ohrenbetäubend. Das hat uns dann nochmal so einen richtigen Schub gegeben. Aber da war der Feldverweis für Xhaka. Kuriose Regelkunde. Es ist also eindeutig so, dass der Spieler nicht nach Torzielung das Trikot über den Kopf ziehen darf. Mhm. Und das wissen die Spieler eigentlich auch oder müssten das wissen. Und Unwissenheit schützt er bekanntlich nicht vor Strafe. Also das heißt, wenn er es aus der Hose zieht und bis zum Kopf hochzieht, aber oben noch rausguckt, dann ist alles in Ordnung. Richtig, die Grenze ist hier. Ich mache mit Ihnen jede Wette, dass nicht alle in Ihrer Mannschaft wussten, dass das eine gelbe Karte nach sich zieht, weil alle denken, nur das Trikot ganz über den Kopf. Stimmt's? Erklären Sie mir, wir wussten das alles. Wir waren sehr, sehr gut belehrt. Es ist eine Regel, ich weiß nicht, ob sie so stimmt. Kannten Sie die? Nee, ich kannte sie nicht. Fürs ganz Ausziehen war mir bekannt. Also, dass man das Trikot nicht ganz ausziehen darf oder sonst. Für Überkopf war mir jetzt ehrlich gesagt auch neu. Stanislavski fuhr mit einem 1:4 im Gepäck heim, aber mit Šašić hat er offensichtlich einen herzlichen Kumpel gewonnen. 0 Punkte, aber ein Streicheln. Ja, dritter Sieg in Folge für den FCK. Sie wollen noch nicht, aber ich garantiere es Ihnen, wenn das so weitergeht, Sie werden es bald. Das Sprechen über den Aufstieg. Glückwunsch nach Kaiserslautern. Wir gucken nochmal auf die drei Ergebnisse von heute Abend. Wie gerade gesehen, FCK gegen St. Pauli 4:1. Dann 1:0 schlägt Aachen den FC Ingolstadt und Rot-Weiß Oberhausen gegen Aalen 1:3. Erster Auswärtssieg für einen Aufsteiger in dieser Saison. Der Blick auf die Tabelle und da haben wir es. Der erste FC Kaiserslautern ist neuer Tabellenführer. Aalen die Überraschungsmannschaft bislang. Und dann kommen die eigentlichen Favoriten. Mainz, Freiburg, Aachen, Duisburg, Greuther Fürth, Nürnberg und Rostock. Werden wir alle noch sehen an diesem Spieltag. Die zweite Hälfte der Tabelle. Ja, Pauli in der unteren Hälfte. Heute wieder nichts Zählbares. Und ganz unten der TSV 1860 München. Einzige Mannschaft noch ohne Punkte. Sind wir sehr gespannt, was die am Montag machen zu Hause gegen den MSV Duisburg. So.